Tom ist tot, du alter Trottel. Das ist nicht sehr nett, Avatar. Nein, tut mir leid. Und schon hört sie auf, mit uns zu reden. Ist ja nicht so, dass sie uns irgendwie helfen könnte. Eine Alternative könnte aber auch sein, dass Tom wirklich einfach tot ist. Dass es nur irgendeine Anspielung ist auf irgendeinen anderen Ultima-Titel. Oder dass es ein bisschen Hintergrundflair geben soll. Also dass man nicht nur die ganze Zeit durch den Dungeon streift und Gegner tötet, sondern auch ab und zu mal NPCs trifft, die eigentlich für den Spielverlauf nicht wirklich wichtig sind, aber das Ganze halt lebendiger wirken lassen. Wir können nichts machen als Augen offen halten. Laufen wir überhaupt richtig? Westlich? Ja. Da geht's hoch. Da geht's runter? Okay, ich gehe erstmal in den Hauptkorridor. Also westlich, nördlich. Hier irgendwo. Genau, hier ist der Knubbel in der Mitte. Rechts geht's nach unten hoffentlich. Richtig. Das heißt, wir sind jetzt auf Ebene 5. Hier kommt unser neues Zwischenlager hin. Also, hier kommen Schriftstücke hin. Nicht die Karte. Eine Eulogie für Sir Ingvar. Kann man die irgendwie genauer angucken? Benutzen? Nö. Ja. Tut da hinten hin. Dann haben wir Lakshmi. Irgendein Lakshmi, der angesprochen wird, was zu tun, das zum Wohle aller ist. Zum Wohle aller ist meistens eine Umformulierung für das Beste für mich. Das war die Trollgeschichte. Die brauchen wir aber anscheinend doch nicht, denn wir haben alles von den Trollen, was wir von den Trollen brauchen. Oder hatten die Trolle uns irgendeinen Auftrag gegeben? Okay, ich sortiere erstmal aus. Also alle Schriftstücke hinten in die Ecke, auch die komische Schriftrolle, wo wir nicht wissen, was sie macht. So, denn komisches Questzeug. Oder eventuelles Questzeug. Noch eine Schriftrolle, wo wir nicht wissen, was sie macht. Questzeug. Ich weiß nicht, ob ich die Flöte weglegen soll oder nicht. Weil jedes Mal, wenn jetzt an eine Stelle komme, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht, wollte ich die Flöte rausholen und einfach spielen. Ja, nee, die muss mit. Und schon haben wir 6 Gewicht über. Also, nächster Schritt. Eintragen, dass hier die Rumpelkammer ist. Rumpelkammer. Das heißt, wir haben hier einen guten Zwischenpunkt. Wenn wir weitermachen wollen, können wir durch die Rumpelkammer durch und nach unten. Hier ist ja noch ganz neues Gebiet. Wenn wir allerdings schnell nach oben wollen, haben wir dazu auch eine Möglichkeit. Und zwar einfach hier. Also schön zentral gelegen. Nächster Schritt, der mir gerade einfällt. Notizen für Magier. Der Magier hat uns nämlich nach Notizen gefragt, wie man eine gewisse Maschine benutzt. Und die haben wir, glaube ich, noch nicht gefunden. Ja. Aber gucken wir kurz hoch. Buch, Schild, Sword, Cup, Standarte. Standarte haben wir, auch wenn die X-Reihe vollkommen falsch liegt. So. Cup. Cup, weiß ich nicht, ob es der richtige ist. Also mal einfach nur mal so ein paar X hin. Wie beim Wein genauso. Wissen wir auch nicht genau, ob es das ist oder nicht. So. Das Schwert haben wir die Hälfte. Buch haben wir eine Theorie, aber nicht sicher. Das Schild fehlt auf jeden Fall noch. Das ist das Einzige, wovon wir nichts haben. Die Türen regen mich echt auf. Weil normalerweise waren wir bisher in jeder Ebene in der Lage, alles auf der Ebene auch zu erledigen. Oder? Also ja, wir haben ab und an Sachen übersehen, die haben wir dann später nachgeholt. Aber sonst fast alles. Da ist eine abgeschlossene Tür, aber die wollen wir nicht öffnen, weil wir uns mit den Zwergen nicht verscherzen wollen. Den Crazy Dwarf haben wir erledigt. Nee, okay. Also, nächster Schritt.
Wir gehen von der Rumpelkammer aus nach Norden, gehen hoch, kommen hier raus. Wo geht's hier hoch? Machen einen riesen Umweg. Es gibt echt keinen ordentlichen Weg nach oben von hier aus. Da geht's wieder runter. Hier ein Durchgang wäre schön. Wie zur Hölle kommt man hier hin? Von da ganz unten. Also müssen dann hier rum, darum, 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 darum. Da eventuell hoch, da ist nichts eingetragen. Oder sonst darum, 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 darum. Da ist auch nichts eingetragen. Nee, da geht's runter. Es geht nur da hoch? Aber ja, wir versuchen jetzt erstmal hochzukommen. Das ist sehr komisch, das Ganze. Also, dass es nur diesen einen Weg gibt und dass der so schwer zu erreichen ist, das kann ich irgendwie nicht glauben. Ich muss irgendwas vergessen haben einzutragen oder sowas. Stopp. Genau, schon zu weit. Zurück. Oh, und wir sollten demnächst auch schlafen. Hier ging es irgendwo hoch. Hoch. So. Genau, und hier wäre schön, wenn es einen Durchgang geben würde. Gibt es aber nicht. Oh, vielleicht oben in der Luft irgendwo. So ein kleiner, schmaler Gang. Nee, auch nix. Hier könnte man rüberfliegen. Aber ich glaube, das bringt uns nicht viel, wenn wir nach Norden rüberfliegen. Weil da nur der Raum ist. Da geht's wieder runter. Da war ein Schalter, wo wir nicht wissen, was der gemacht hat. Hilft uns aber jetzt gerade nicht. Jetzt müssen wir zu den Rittern, bei den Rittern durch, uns links halten, durch das Wasser, dahin. Nee, komm, wir gehen rechts rum, wir gehen bei den Trollen vorbei. Sprech noch mit den Trollen, um nachzufragen, ob die irgendwas von uns wollten, was ich vergessen habe. Und falls nicht, gucken wir uns an, was da ist, ob es da nach oben oder nach unten geht. Also rechts rum und südlich halten. Rechts rum. Ja, einmal kurz hoch, okay. Durch diese Wuselmatrix, da. Und warte mal. Zing, zing. Nur für den Fall, dass die Trolle irgendwie ein wenig wütend werden, dass wir nicht ganz auf halbem Lebenspunkt lernen tanzen. So, südlich. Hier sind schon mal Türen. Aber hier sind wir alle durch. Richtig. Da hinten ist Loot, das ist nicht wichtig. Südosten, Süden. Südosten. Süden. Müsste jetzt in eine große Kammer kommen. Mit ganz vielen Trollen drin. Wobei da nur wichtig waren, der Troll, der die Tür bewacht hat. Und irgendwo der Trollanführer. Kann man sehen, wer du bist? Ein Mellow-Troll. Ein Upset-Troll. Ein Mellow-Troll. Ein Upset-Troll mit einem Namen. Schwupp. Hallo mal wieder, Ritter, der freundlich ist. Das scheint nicht so häufig vorzukommen. Könntest du mir vielleicht helfen? Du stellst Frage, ich antworte. Kannst du mir helfen über... Ach, jetzt geht's los. Wir hatten schon Talisman ausprobiert, glaube ich. Talisman? Weiß ich nicht. Kannst du mir helfen über Schild? Weiß ich nicht. Klinge. Schwert? Bock? Komm schon, gib mir einen Hinweis, worüber du mir was sagen kannst. Sonst hätte ich noch einen Zettel voller Krimskrams und Kaffeeflecken. Über das Lied, über die Echsen, den Zauberer vielleicht. Oder Mantra. Oh. Im Südosten in Level 3, Geheimtür/Klinge.
Ich mag meinen Zettel. Man findet immer wieder Sachen. Okay. Das ist, glaube ich, das, was wir suchen. Aber wir hatten Level 3 auf den Kopf gestellt. Na gut, das machen wir später. Was kannst du mir sagen über Wizard? Über Mage? Obwohl, ich glaube, es wurde wirklich Wizard gesagt. Crazed Wizard. Boah. Der will mich echt viel Time in Palme bringen. Mantra. Nö, fällt mir jetzt so nichts ein. Talisman hatten wir gefragt. Ah, warte mal. Tom. Weiß ich nichts von. Cool. Weiß ich nichts von. Goldene Platte haben wir zurückgebracht. Mardin's Song of Wonder haben wir gelernt. Mantras brauche ich jetzt gerade nicht. Die ganzen Exen-Sprache brauche ich nicht mehr. Die Namen von den Königen, von den grünen, grauen Goblins und von Menschen brauche ich nicht. Wo ist das dunkel regiert, verhallen, Schrei ungehört? Was? Ja. Nee. Hab nichts mehr für dich. Tschüss. Aber der muss irgendwas Wichtiges machen, sonst wäre er nicht da. Weil das zu programmieren könnte, ist nicht wirklich schwer. Aber es ist ungewöhnlich. Also, Troll, der was sagen will. Bei den Trollen. Okay. Haben wir noch irgendwo einen Troll, der irgendwo besonders aussieht? Du bist sauer. Ja, ich will keine sauren Trolle ansprechen. Vor allem, weil sie auch nichts zu sagen haben werden. Mellow Troll. Rostek. Hey Rostek, hast du irgendwas zu sagen, außer dass die Tür jetzt offen ist? Es ist schön, dich wiederzusehen. Tut mir leid, Rodriguez, ich habe keine Zeit für Chit-Chat. Ich habe einen netten roten Edelstein, mit dem ich spielen muss. Du mich auch. Mellow Troll. Nö. Gibt wohl nur die beiden Trolle. Ja, na gut. Wir wollten jetzt nach Süden gucken. Dann nach Westen. Und gucken, wo der eine Hoch- bzw. Runtergang hinführt. Und zwar der da. Also südlich und rechts rum. Der führt nach oben. Ist doch genau, was wir suchen. Also hoch. Oh. Da und da. Das gucke ich mir noch kurz an. Also südlich, nördlich. Und dann links rum und gleich wieder links. Achso, das ist die Nische, wo der Beutel drin liegt, richtig? Ne, aber es ist nur eine Nische. Okay, das war Nummer 1. Nummer 2 ist da. Also grob westlich, nordwestlich. Da müsste da irgendwo so ein Knubbel sein, wo es geradeaus geht. Ha. Oh, nee, wir sind falsch. Also dahinter. Oder durch. Richtig, wir sind gerade durchgelaufen? Ja, mehr war das nicht. Ja gut, also östlich und an der rechten Wand halten. Östlich an der rechten Wand halten. Dunk. Irgendwie vermisse ich die Klavierlaute bei den Bewegungen. Hatte sowas Comic-artiges. So, alte Comics, Trickfilme, wie auch immer. Hoch. Wir sind auf Ebene 3 und im Südosten sollte ein geheimer Bereich sein, wo die Klinge ist. Also hier. Irgendwo. Joa, springen wir mal ins Wasser und gucken, was da ist. Also westlich.